Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster im Karrieremodus. Wir sind noch in dem Szenario mit der Krake, und müssen dafür sorgen, dass wir unseren ersten Stern erhalten heute. Und zwar haben wir einen Teil schon abgeschlossen dafür. Wir brauchen jetzt noch ein neues Fahrgeschäft. Gucken wir doch mal, was wir haben. Gut. Da das hier ja doch so ein bisschen ja, piratenlastig ist, hier wird vielleicht was hinpassen. Hier vielleicht das. So für die Kinder. Könnte ich mir hier gut vorstellen. Es schwebt, ne? Es ist jetzt nicht so schön. Wenn wir das Gelände abflachen. Es ist immer noch so hoch, ne? Ich möchte, dass das hier so. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es verbuggt. Wartet mal. So, jetzt probieren wir das nochmal. Und dann abflachen, genau. Schon, dass das hier so ungefähr auf der Höhe des Weges ist. Gut, das Spiel sagt nein. Machen wir mal hier mal eine Testfahrt. Da haben wir schon mal schön Musik. Wo bin ich denn jetzt? Eingang. Eingang machen wir von hier. Und den Ausgang machen wir dann direkt zur Futter-Area. Perfekt. So, jetzt müssen wir noch den Eingang mit dem Weg verbinden. Nee, ich wollte schon Warteschlange, danke. Nehmen wir hier mal Holz. Ich möchte hier gerne, dass du eine, genau, eine Treppe wirst. Oh, ist das gerade funkelig. So. Kann ich dich hier anschließen? Nein, warum nicht? Wahrscheinlich, weil du selber eine Erhöhung bist, naja. Ah, das ist doch blöd. Da wird es gehen. Dann gehen wir hier wieder runter. Kein Problem mit. So. Und schließen hier an. Ja, da haben wir dann auch schon direkt unseren ersten Stern. The Krakens Lair ist unsere beliebteste Attraktion. Okay, weiter. Haben wir das schon mal? Können wir dich jetzt auch eröffnen? Und ein bisschen mehr Geld nehmen. Erstmal machen wir hier volle Besetzung. Und wir nehmen 7. 7. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier vielleicht irgendwie hübsch machen können. Anpassen. Es lädt im Moment so, so blöd, ne? Ich hoffe nicht, dass uns das Spiel hier abstirbt. So. Das könnte man ja nehmen. So als Gerüst. So. Vielleicht nicht so, dass da die Balken rausgucken. Ja, schön ist es auch nicht, ne? Oder man macht es so als Durchgang. So, vielleicht gleich nochmal drehen. Und dann laufen sie voll durch. X. Ein bisschen drehen. So.
Na, kriegen wir hin. Ah, ein bisschen schöner hier als in dem letzten Part. So, damit ihr euch den Kopf nicht stoßt, ne? Das können wir immer noch drehen. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da unten noch was dran packen. Und wir dich jetzt nochmal da drunter setzen. Hier funktioniert das. Hier nicht. Da funktioniert das nicht. Funktioniert auch nicht. Müssen wir gucken, dass wir hier Holzbalken haben dafür. Das hatten wir doch auch genau. Ah, so wirklich passend tut ihr da aber auch nicht hin. Ach, ist das doof. Euch könnte man nehmen. Muss man nur zurechtschieben. Wir ruckeln uns das hier zurecht. So. Dann möchte ich hier noch einen haben. Damit das einfach so aussieht, als würde das halten, was wir hier gebaut haben. Okay. Dann schieben wir dich jetzt noch da rüber. Zack. Und einmal noch dahin. Gut. Ein bisschen Szenerie-Deko, ne? Jetzt können wir, was ich auch immer ganz cool finde, müssen wir einmal hier ins Grünzeug. Und zwar, ne, wo haben wir es? Genau, das hier. Wenn man das jetzt hier oben drauf packt, kann man hier so ein bewachsenes, bewuchertes Dach machen. Und vielleicht noch mit dem so ein bisschen dazwischen. Eigentlich immer ganz cool. Jetzt haben wir natürlich... Oder, warte, haben wir schon Ranken? Ja, aber nur Seezang. Nicht diese coolen, die es gab später. Okay. Gut, würde ich sagen, hauen wir hier noch ein paar Palmen drum. Und dann ist diese Ecke damit auch abgeschlossen. Ihr seid die coolen, ne? Die finde ich immer ganz schön. So. Ha, so ein bisschen durchs Grünzeug laufen. Werdet ihr überleben? Ja, noch so eine kleine hin. Und noch so was Niedriges. Das ist einfach so ein bisschen Dschungelfeeling kriegt. Ups. So, hier unten. Alles so ein bisschen zu kaschieren. Ne? Warteschlangenbewertung. Ihr kennt's. Ihr kennt es. So. Das sieht doch gar nicht so blöd aus. Fertig. Gut, haben wir unser zweites Fahrgeschäft. Wir haben auch noch sehr gut Geld, unser Essen funktioniert. Zusammenfassung plus 4000 im letzten Monat, das ist gut. So, für Mittel brauchen wir noch drei weitere Fahrgeschäfte. Okay. Der Park zieht sich noch bis hier hinten. Alles klar. Ich möchte aber vielleicht dann doch hier noch was bauen. Was haben wir denn noch Schönes? Den Krakentanz. So und so. Mal gucken, was wir hier
für einen Weg gestalten. Jetzt ist es so ruhig, ne? So, ich glaube, das reicht. Können wir jetzt hier den Weg weiterführen? So. Und hier andocken. Gut. Dann können wir dich nämlich auch direkt schon mal eröffnen. Gucken, dass wir die Leute dann hier rüber kriegen. Brauchen wir dann wahrscheinlich hier auch nochmal eine Futter-Area. Sonst, ja. Nimm. Haben wir hier ein kleines Problem. Okay. Das sieht auch gut aus. Ein kleiner Rundgang. Da kann man auch wieder rein dekorieren. Und hier hauen wir uns die Läden hin. Und zwar gibt es hier hinten, was haben wir denn noch schön? Eiscreme. Hier hinten kommt Eiscreme hin. Und Professor Wurst. Das klingt so super. Gut, da haben wir Eis und Wurst. Und ein Klo wäre hier hinten auch nicht schlecht. So. Und dann brauchen wir natürlich wieder Mülleimer, Bänke. Wo sind sie da? Damit, ja, ne, ihr wisst es. So, damit die Leute sich überall hinsetzen können. Und damit die Leute ihren Müll aufräumen. Darf man auch nicht sparen. So, jetzt müssen wir hier auf dem Rückweg auch noch welche machen. Auf den Schrägen geht es leider nicht. Ich hoffe, dass ihr da nicht allzu sehr euren Müll hinwerft. Okay. Haben wir das? Deko. Ein bisschen Deko. Pflanzen hin. So. Steine. Steine gehen auch immer. Oh, nicht so, so riesen Okolyten hier. So. Ist auch so riesig. Nee, das ist ein bisschen doof. Ist mir nicht aufgefallen, dass das da reinglitscht. So. Palm. Meine Lieblingspalme. Ich weiß nicht, die finde ich irgendwie mit am coolsten. Weil die so ein bisschen Variation. So. Und hier noch. Oh, der ist natürlich auch ganz geckig. Können wir hier noch so klein nehmen. Ich hab auch noch einen. Okay, so, Warteschlange. Wie gestalten wir dich? Nimm Rhododendron, nein. Ja, nicht so ganz. Auch ein paar Pflanzen. Muss ja jetzt nichts Spektakuläres sein. Es ist einfach nur, um hier bisschen hübsch zu machen. Gut. Was sagt unsere Ziele? Wir brauchen noch zwei Fahrgeschäfte. Ich weiß gar nicht, kriegt man hier noch? Haben wir hier noch Achterbahnen? Wir hätten auch noch Achterbahnen. Aber die sind viel zu teuer.
Haben wir welche? Was willst du selber bauen? Wir haben nur die. Die könnten wir uns leisten, haben wir aber nicht erforscht. Ja, die können wir uns alle nicht leisten. Und selber jetzt eine bauen, weiß ich auch noch nicht. Oh, wir haben den Ausgang noch gar nicht, Leute. Guckt mal, die kommen da gar nicht raus. Natürlich schlecht. So. Jetzt kommt ihr auch aus dem Fahrgeschäft raus. Gut. Was können wir noch bauen? Wir haben ein Bass-Ding, wir haben den Kraken. Psycola. Loop-a-loop. Ach, der ist ja süß. Der ist ja klein. Den würde ich dann auch noch hier verbauen. Ja, hier passt du nicht wirklich hin. Ist schon niedlich, ne? Berg? Blüpp. Ja, haben wir mal gesetzt, ne? Eingang. Ausgang. Müssen wir dann nur einen Weg hochmachen. Da hat man doch Spaß dran, sich bergauf anzustellen. Aber das funktioniert perfekt, so wie ich mir das vorstelle. Sehr schön. Okay, dann können wir das auch direkt eröffnen. Tada! Jetzt müssen wir ein bisschen auf unser Money aufpassen. Dazu können wir hier vielleicht ein bisschen bauen. So, da können wir... ich möchte Wände. Irgendwie... Was? Einige Läden sind sehr überlaufen. Wir sind jetzt nicht so überlaufen. Das auch nicht, aber ich glaube, die verteilen sich jetzt gerade zu unseren anderen Shops da hinten. Sehr schön. Okay, so, ich wollte hier bauen. Und zwar, gibt es hier irgendwo so Holzdinger? Genau die hier. Weiß ich nicht, welcher Winkel das ist. Ist das der Winkel? Nee. Hier gibt es davon nicht. Oder meinte ich die? Kann das auch sein? Die passen jetzt auch hier vom Winkel. Okay. Fangen wir hier mal an. Ein kleines Geländer zu bauen. So. Schief ist es noch, aber das können wir dann gleich drehen. Das ist kein Problem. Ja, müssen wir gleich gucken, wie wir das da machen. So, jetzt müssen wir hier noch die Wände zumachen. Perfekt. Aha, wo ist sie? Wo ist sie? Da. Oh, die ragt da rein. Das ist da natürlich nicht so gut. Oder kann man das machen? Kann man theoretisch machen, ne? Aber ein Zäun geht nicht. Gut. Fertig. Jetzt möchte ich das noch ein Stückchen drehen. Minimal. So. Okay, das Ganze möchte ich... Nein, so kopieren.
Danke. Kommt das nämlich hier nochmal zwischen. Und hier nochmal hin. Als Ausgang. Na, dann nehme ich auch ein schönes Geländer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Deko. Wie dekorieren wir das jetzt hier? Nehmen wir jetzt wieder Grünzeug oder... Was man auch schön machen kann, ist Bäume in den Boden schieben. Dann hat man Büsche. Große, schöne Büsche. Würde ich jetzt hier mal machen an der Stelle. Na, du bist da am besten für. So. So. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Farbe rein. Das ist an so Hängen immer schwer. Man nie weiß, wo man wirklich ist. So. Okay. Was können wir denn noch nehmen? Die Büsche hier. So. Und ein paar Palmen. Wie könnte es anders sein? Aber vielleicht nehmen wir hier jetzt mal andere. Ja, nicht immer die gleichen. Baum. Also was wäre vielleicht ganz lustig. Ist ein bisschen höher. Hier sieht ja auch lustig aus. So. Sieht man das nicht sofort. Aber man weiß, es ist da. Man hört es. Okay. Kann man doch so machen, ne? Was sagt die Warteschlangenbewertung hier? 66, grüner Bereich, reicht, sehr gut. Was sagt die hier? 100%? Okay, nehme ich. Dann kann ich dich doch bestimmt auch noch viel teurer machen. Testen wir mal die 7. Alles klar. So, wie sieht's hier hinten aus mit deiner Bewertung von der Warteschlange? 51. Ist ja so teuer. Okay, und teuer ist es auch. Dann gehen wir hier mal runter und müssen die Szenerie vielleicht noch ein bisschen nach oben treiben. Dabei dachte ich, wir hätten hier schon gute Arbeit geleistet. Scheint aber nicht so. Müssen wir hier dann noch ein bisschen basteln. Bitte hoch. So. Kriegen wir alles hin. Ich habe gar kein Problem. So. So. Was machst du jetzt? 57. Ja, es geht besser. Es geht definitiv besser. Achso, du bist der Große, ne? Dann packen wir hier noch was anderes hin. So. 63, ja, damit kann ich leben. Okay. Gut. Unser Geld sieht relativ stabil aus. Cosmic Cow. Mhm. Wir brauchen noch ein Fahrgeschäft, um
Ja, um hier den zweiten Stern zu erhalten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir machen ein kleines Plus. Das ist gar nicht so kacke. So ist hübsch, ne? Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüsselü.